Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bitte dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebets so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Das heutige Evangelium berichtet von einer der Leidensankündigungen Jesu. Da heißt es: Merkt euch genau, was ich jetzt sage. Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden. Doch die Jünger verstanden den Sinn seiner Worte nicht. Er blieb ihnen verborgen, sodass sie ihn nicht begriffen. Aber sie scheuten sich, Jesus zu fragen, was er damit sagen wollte. Soweit das Evangelium. Das ist ja nicht die erste Leidensankündigung des Herrn. Immer wieder ist die Reaktion der Jünger so. Sie verstehen nicht, was das soll, was er damit meint. Denn sie erleben ja etwas ganz anderes. Sie erleben Begeisterung, große Menschenmengen bei der Brotvermehrung. Er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus. Und sie sagen zu sich, das muss doch der Messias sein. Und damit erwarten sie eine neue Epoche in der Geschichte Israels. Eine Epoche des Wohlstands und des Friedens für alle. Wenn wir das Evangelium lesen, dann wundern wir uns vielleicht an einige Heilungen, wo Jesus den Menschen, die er geheilt hat, einschärft, dass sie das nicht weitererzählen sollen. Die Frage ist, warum macht Jesus das? Nun, der Grund dafür ist, dass er nicht will, dass eben ein Messias nach Menschenmaß verkündet wird. Das ist das Problem. Die Menschen wollen einen Messias nach ihren Vorstellungen. Und das ist ja dann nicht so gewesen. Als Jesus einzog in Jerusalem und die ganzen Scharen ihm zujubelten, da war für viele der Moment gekommen zu sagen, jetzt beginnt das neue Reich. Jetzt wird Jesus die Macht übernehmen. Aber ganz das Gegenteil ist der Fall. Er ist gekreuzigt worden. Er hat sich nicht gewehrt. Er hat seine Jünger nicht aufgefordert, für ihn zu kämpfen. Und da ist die Frage, naja, was hat Jesus denn eigentlich gebracht? Hat er den Weltfrieden gebracht? Hat er den Wohlstand für alle gebracht? Was hat er gebracht? Benedikt XVI. Stellte sich einmal diese Frage und seine Antwort darauf lautet, er hat uns Gott gebracht. Und das ist uns immer zu wenig. Ja, er hat uns Gott gebracht. Du, Herr, bist der Gott mit uns, Mensch geworden, um bei uns zu sein, um alles zu erleben, wie wir es erleben. Im Hebräerbrief heißt es, wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Er hat uns Gott gebracht. Ab jetzt wissen wir, dass er einen jeden von uns begleitet. Dass, wenn Bitternis oder Drangsal uns bedrängen, dann wissen wir, dass er da ist. Ja, selbst wenn wir sündigen, also seine Freundschaft und Liebe verletzen, dann wendet er sich nicht von uns ab, sondern bietet uns gleich wieder die Gelegenheit zur Versöhnung. Er hat uns Gott gebracht. Das ist die entscheidende Wende in der Geschichte. Und der unüberbietbare Höhepunkt dieser Anwesenheit Gottes unter uns ist die Gegenwart in der Eucharistie. In der Heiligen Messe werden wir Zeugen seiner Hingabe für uns. In der Heiligen Kommunion können wir uns mit ihm auf eine unvergleichliche Weise vereinigen.
Das ist die wahre Quelle unserer Lebenskraft. Das ist der Ort der wahren Verwandlung des Menschen. Diese Verwandlung, die dann in unserem Leben zu diesem Salz und Licht werden können. Ist das nicht großartig? Gott ist bei uns und gibt uns, wenn wir es annehmen, die Medizin für unsere Heilung und somit für die Heilung der Welt. Wir können sagen, je mehr wir Gott in uns wirken lassen, umso mehr werden wir in der Lage sein, um uns herum sein Reich aufscheinen zu lassen. Das Reich des Friedens und der Freude, das Reich der Gerechtigkeit und der Liebe. Gott hat uns alles gebracht, was wir brauchen, um an dieser großen Verwandlung der Welt teilzunehmen. Und die geht eben nicht über irgendwelche Ideologien, so nach dem Motto, wir schaffen das Privateigentum ab und dann wird alles gut. Nein, so einfach ist das nicht. Es ist ein Prozess der Veränderung eines Herzens eines jeden Menschen. Das hat Gott uns gebracht. Das ist die wahre Verwandlung der Welt zum Guten. Aber diese Welt wird niemals ein Paradies sein können, weil der Mensch immer wieder neu entscheiden muss und weil der Mensch immer wieder auch Sünder ist. Im Gegensatz zum Wissen über die Naturkräfte oder zum Beispiel über die Leistungsfähigkeit der Technik, die in der Geschichte anwachsen, kann man sagen, es kumuliert das Wissen, es kumuliert die Technik, ist es beim Verhalten des Menschen nicht so. Jeder Mensch ist neu, jede Generation ist neu, hat ihre Freiheit. Man kann zwar auf die Erfahrungen der alten Generation oder der vorangegangenen Generationen zurückschauen, aber eben alles ist neu. Alles kann auch niedergerissen werden. Und wenn der Mensch Gott beiseite schiebt, auf seine Worte nicht mehr hört, sondern eben eine Welt nach seinem Maß schaffen will, dann gibt das eben meistens, oder können wir sagen, immer einen großen Zusammenbruch. Die Welt wird ein dunkler Ort. Wenn der Mensch versucht, ein Paradies auf dieser Erde zu errichten, wird ein Paradies nach seinem Maß geschaffen, nicht nach der Art, wie Gott es will. Und dann wird eben genau das Gegenteil eintreffen. Der Mensch wird sich selbst zerstören. Das ist die Erfahrung in der Geschichte der Menschheit. Die großen Ideologien haben immer in eine Katastrophe geführt und so wird es auch in Zukunft sein. Und ich denke, dass wir das in diesen Tagen wieder erleben. Denken wir nur an die sogenannte Gender-Ideologie. Es ist ein Versuch, den Menschen sozusagen nach seinem Maß zu erfinden, den Menschen zu einem Produkt zu machen letztlich. Also wir haben am Anfang unseres Gebetes die Frage gestellt, was hat Jesus eigentlich gebracht? Und die Antwort, er hat uns Gott gebracht. Er selbst ist unter uns im Sakrament der Eucharistie. Er ist uns immer nahe im Gebet. Wir können sein Wort hören, weil er uns ja, mit menschlichen Worten anspricht und dies auch im Evangelium zu finden ist. Gottes Wahrheit, die sich in seinen Worten und in der Begegnung mit ihm in den Sakramenten zeigt, das ist der Schlüssel zum wahren Glück des Menschen. Es wird zwar kein Paradies geben, weil wir Sünder sind, aber wir können immer auf Gott rechnen, dass er uns begleitet und hilft und sich uns zuwendet und uns heilt. Ich möchte unser Gebet beschließen mit einem Gebet, das Benedikt XVI. Zur siebten Station des Kreuzweges, dem zweiten Fall Jesu unter dem Kreuz, formuliert hat. Da heißt es, Herr Jesus Christus,
Du hast unsere Last getragen und trägst uns immerfort. Unsere Last drückt dich zu Boden. Richte du uns wieder auf, da wir nicht aus eigenem vom Staub aufzustehen vermögen. Löse den Bann der Begierden. Gib uns statt des Herzens aus Stein wieder ein Herz von Fleisch, ein sehendes Herz. Brich die Macht der Ideologien, dass die Menschen ihr lügnerisches Gewebe durchschauen. Lass die Mauer des Materialismus nicht unübersteiglich werden. Lass uns dich wieder wahrnehmen. Mache uns nüchtern und wachsam, um den Mächten des Bösen zu widerstehen, und hilf uns, die innere und äußere Not des anderen zu erkennen, ihm beizustehen. Richte uns auf, damit wir andere aufrichten können. Gib uns Hoffnung in aller Dunkelheit, damit wir Hoffnungsträger werden können für die Welt. Bitten wir auch unsere Mutter Maria um ihre Nähe und ihren Beistand. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.